Level. Nein, wie komme ich denn auf Level? Die ferne Oase. Ah, das fängt. Das ist mit diesen komischen Krabbelfischern an, nicht nur die Skarabäus-Käfer. Oh, da ist der Oberskarabäus. Das war jetzt leicht knapp. Ich bin überladen. Oh, komm schon, ist das jetzt dein Ernst? Ich kann nicht noch mehr tragen. Da muss ich ja schon wieder zurück. Merkwürdige Sache. Oh, und das blöderweise jetzt, wo ich meinen Erfahrungsbanner habe. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Und es gibt noch nicht mal irgendwas, was man als wertvoll bezeichnen könnte. Es gibt einfach gar nichts in dem Sinn. Ein fehlerhafter, habe ich den gefunden oder vergessen? Ich dachte, ich hätte einen Diamanten gefunden gehabt. Aber gut. Ja, die setze ich gleich zusammen. Momentan habe ich diese Erfahrungsrolle. Die ist da wohl wichtiger. Ein Schwert. Oh, sieht grün aus. Also wird es eine schöne Portion Giftschaden hinterlassen. Mal sehen, ob das reicht, um meine Waffen zu wechseln. Ich meine, ein Kristallschwert ist ja schon nett. Unbedingt schlecht. Allein von den Grundwerten her. Alles klar. Gut, hier sind nur Skorpione, die ich, wenn überhaupt, platt reden kann. Mehr aber auch nicht. Sehr, sehr dramatisch. Also irgendwie hätte ich mir das jetzt mit alten, tattrigen Leuten anders vorgestellt. Wie komme ich auf die alten Leute? Irgendwo war da was mit einem alten Mann. Okay, alles voll und zurück. Guten Tag. Ja. Ach, Kane muss es ja noch identifizieren. Da war ja noch was. Und jetzt? Feuerschaden, Giftschaden, Blitzwiderstand. Widerstand gegen Blitz ist schon mal nicht schlecht. Fünf bis 15. Und da ist der Blitz dabei. Schwierige Aufgabe, die du da zu lösen hast. Ah, Moment, einen größeren habe ich noch. Kann ich ersetzen mit dem da. Gut, jetzt haben wir noch die bauchigen Flaschen hier und die kommen allesamt weg. Und der hier. Nur 800 wert, aber so viel Verbesserung. Kommt die Klinge weg. Und wird verkauft. Achso, ich wollte ja noch. Und die drei Dinger hier rein. Und
Schon habe ich einen Saphir. Benötigtes Level 12 als Grundvoraussetzung finde ich schon mal durchaus nicht schlecht. Okay, Würfel wieder zurück. Und, ah, wieso habe ich den daneben geklickt? So, und jetzt back to the desert. Also zurück zum Nachtisch. Für die, die sich nicht übersetzen können. Oh, ein Portal, ein Wegpunkt. Sehr schön. Damit kann ich doch bestimmt was anfangen. Ich frage mich, was dahinter ist. Oder hinter dem Baum gewesen ist eher. Weil da meine Begleiterin ja oft hingeschossen hat. Tja, so schnell kann es gehen. Ach, kampfbereit. Ich hatte schon fast für ein Skelett gehalten. Naja. Manchmal kann man sich halt auch irren. Ja. Was ist das endlich? Bei so vielen schwarzen Punkten kommt man ja ganz durcheinander am Ende. Vor allem, wenn man hier drin steht und nur rausteilen ist und es wird im ersten Moment überhaupt nicht weniger. Da hat sich schon ordentlich abgesahnt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Nicht noch mehr tragen. Bleibt ein Weilchen und hör zu. So wie immer. Seid gegrüßt. Oh. 20? 33. Oh. Gehörnter Helm. Nur Barbaren. Tja, bringt mir ja nichts. Ich meine, ich habe schon einen Helm und noch einer mit anderen guten Eigenschaften. Bringt mir nichts. Oh. 19 von 22 Ladungen, das bringt mir nichts, das Teil mit Ladungen zu bekommen. Weil die Dinger aufladen, geht vielleicht gar nicht. Je nachdem, also ich meine, es würde irgendwo gehen. Aber so grundsätzlich, ich weiß einfach nicht. So, ja, eine Uhr. Ich habe jetzt auf die Karte geguckt gehabt, um die Linien zu finden. Die vergessene Stadt, die gibt's auch. Sehr interessant. Okay. What the heck? Aha, seltsame Dunkelheit. Sehr interessant. Anscheinend ist es jetzt irgendwie Nacht geworden. Ein Fluch, würde ich fast mal sagen. Den wir ich abbekommen habe. Aber das ist ja eigentlich gar nicht. Es ist einfach wie, wenn es Nacht wäre, dann wäre es zwar nicht so absolut dunkel, aber immerhin wäre es schon recht sehr dunkel, nur im Endeffekt jetzt dann da nichts mehr gesehen. Ja. Wer möchte noch was?
Schön, dass die wenigstens was dabei hatten. Und voll Power mit meinem Double Angriff. Okay, da habe ich mir wohl was eingefangen für ihn. 38 Mana habe ich nur. Die regenerieren sich zwar, aber nicht so, wie ich es bräuchte. Eventuell. Nein, jetzt kostet es ja nur eins, aber wer weiß, vielleicht finde ich noch einen guten Zauber, der, ja, ich weiß nicht, teurer ist. Aber das werden wir ja noch rausfinden, wenn du danach suchst oder sowas. Hier. Da. Noch eine Mauer, schön. Hier gibt es wieder Fliegen für mich. Okay. Na komm schon. Sterb endlich. Sterb, 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 sterb. Gut, da waren noch Jungtiere, die müssen wir. Ach nee, die sind schon. Klar, sonst hätte meine Bogenschützin ja schon längst weitergemacht gehabt. Aber das hat sie ja nicht. So, wo kommen wir hier? Achso, eine Sackgasse. Schön. Dann. Bei den komischen Vögeln vor. Nee. Wo sind denn da die komischen Vögel? War hier nicht ein Tor oder sowas? Irgendwie sowas in die Richtung. Naja gut, ist ja egal, wenn da ein Tor gewesen wäre. Wäre es auch nicht so dramatisch gewesen. War da hinten jetzt der. Moment, ich muss gerade nochmal gucken. Ich habe es gerade wieder praktisch verdrängt. In der kurzen Zeit war hier hinten ein Ausgang. Nee, gell? Nein. Da ist kein Ausgang. Da gab es nur den. Hey, gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Wo bin ich denn? Falsche Ecke, falsches Spiel, falsches. Alles falsch. Naja, gut. Alter. Die haben ja echt wenig Leben. Das glaubt man ja echt nicht. Ein Mana-Trank, sehr schön. Ich brauche ihn zwar nicht, aber Geld bringt er trotzdem. So, wenn ihr auch noch dazu kommt, dann zieh ich mal härtere Bandagen an. Aber kein einziger Gegenstand gefunden worden. Das gibt einem schon zu denken. Oh, hier ist eine Treppe, okay. Die führt in einen. In die nächste. Ich weiß nicht, was soll ich. Ebene. Es lebt noch. Komisch. Ich bin überladen. Sag nicht, dass ich jetzt schon wieder. Unfreiwillig im Trank getrunken. Oh, jetzt kann ich auch tatsächlich mal nach der Dunkelheit fragen. Die ist ja jetzt Guten schon. Tag. Recht. Permanent. Wir haben bestimmt nur wieder die Wetterfrösche missgebaut und Sonne anstatt Regen vorhergesagt, aber ich werde trotzdem mal hingehen, aber mein Geld lasse ich vorsichtshalber, soweit es eben geht, zu Hause. Ich habe diese lange Sonnenfinsternis erforscht und halte sie für das Werk von Klauenwiepern. Findet ihren Tempel unter dem Wüstensand. Und ihr findet möglicherweise die Quelle dieses Fluchs. Das ist doch mal.